Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Und ich habe mir schon ausgesucht, dass ich heute die Quest erste Hinweise machen werde. Ich werde mal die Valentine-Quest, sage ich mal, weiter verfolgen. Habe ich jetzt mir einfach gerade als neues Ziel gesetzt. Keine Ahnung, ob das mit den alten Zielen irgendwo konform geht, aber Mensch, was soll man machen? Ich habe mich jetzt dafür entschieden und ja. Was? Hi. Hi. Wieso bist du so blau plötzlich? Ja. Ich weiß, dass Nick Valentine relativ hier in Gassen war. Valentine Detective Agency. Ali, bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Ja, gerne. Gern geschehen. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Ich weiß, wir hatten keinen Preis ausgemacht, als du dich auf die Suche begeben hast, aber du bekommst eine Belohnung. Und einen kleinen Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Ja, gerne. Ich finde es immer gut, wenn es eine Quest ist. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Den Mod beschreiben, Vault 111 beschreiben, den Führer beschreiben, Sean beschreiben. Ich beschreibe Sean. Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Was kannst du mir noch erzählen? Den Mord könnte ich beschreiben. Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Ghana. Und natürlich das Institut. Die Ghana? Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Wer, wieso Raider? Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Warum Supermutanten? Supermutanten? Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt. Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Die können wir wohl ausschließen. Also wohl das Institut. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist wie Nestle. Selbstverständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Du bist also ein Prototyp? Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben dich gebaut. Ja, kenne ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla, bla, bla. Die Wahrheit ist, wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Und arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen. Das wollte ich nicht sagen. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß.
Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Also suchen wir Sean. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Ich könnte die Stimme beschreiben. Die Stimme werde ich nie vergessen. Tief und rau wie Schmirgelpapier. Also ganz eindeutig Morgan Freeman. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Der Kopf. Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Nein, ich habe keine Cornflakes gehört. Wer ist das? Glaubst du, er hat Sean? Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Er ist also in der Stadt? Er wohnt hier? Er ist noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Ja, das. Du hast wirklich eine Menge durchgemacht, was? Ich hoffe, dass du und Nick dieses Monster finden. Miss Perkins. Seid vorsichtig, ihr zwei. Ja, dann. Ich muss dem wahrscheinlich folgen, ne? Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich dem jetzt folgen muss. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört. Aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Oha. Ja, das macht mir Sorgen. Das sind irgendwie Teile, wo ich noch nie in der Stadt war. Ist auch interessant. Das ist ein Mini, dieses Ding. Ist halt so groß wie ein Stadion. Aber man war hier noch nicht. Das finde ich interessant. Kellogg's Haus. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Ja, ja. Ob ich die aufkriege. Ich meine, das ist Sicherheit. In der Stadt ist es hier genauso sicher wie... Erstmal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. 10 Meter weiter. Abgeschlossen. Hey. Hyper? Kein Glück. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Den Schlüssel finden. Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche, das Schloss aufzubrechen. Ja, wir fragen die Bürgermeister dann mal kurz, ob wir in ein Haus einbrechen können. Finde ich super. Finde ich eine gute Idee. So sollte man es machen. Ja, ich sag da nichts zu. Aber scheinbar ist das wohl nicht schlimm. Denn entweder bin ich paranoid oder irgendwie ist in der Stadt gerade gar nichts los und es liegt nicht daran, dass das nur Nacht ist. Ach ja, ich brauche Fahrstuhlmusik. Und mir fällt auf, dass diese Stadt noch extrem ausbaufähig ist. Kann das sein? Also die ganze Tribüne kannst du auch theoretisch noch extrem viel bauen. So. Hallo. Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn sie nicht von der Presse sind. Brauchen Sie Hilfe?
Wer kann mir helfen, wenn ich einen Schlüssel für ein verriegeltes Haus brauche? Wenn Sie ein Haus meinen, das die Stadt beschlagnahmt hat, haben wir nur eins verzeichnet. Mr. Kelloggs altes Haus. Da müssten Sie sich direkt an den Bürgermeister wenden. Das ist eine schicke Frau. Danke. Dann rede ich mit dem Bürgermeister. Er nimmt sich den ganzen Tag über Zeit für Bittsteller. Viel Glück. Ich mag die Frau. Also, Teile. Körperteile. Ah, der Bürgermeister. Mensch. Ah, ja. Ich erinnere mich. Der Neuzugang. Ich wünschte, ich könnte wie Sie unsere großartige Stadt zum ersten Mal sehen. Was kann ich für Sie tun? Kelloggs Haus. Ein Mann namens Kellogg hat früher in der Stadt gelebt. Ich will mich in seinem Haus umsehen. Verstehe. Nun, was Ihre Gründe auch sein mögen, ich nehme die Privatsphäre meiner Bürger sehr ernst. Auch wenn Sie nicht mehr hier wohnen. Ich kann Sie nicht einfach in ein fremdes Haus lassen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, aber er ist ein Entführer. Bitte, Bürgermeister McDonough. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Ich muss ihn finden. Oh, natürlich. Ich werde alles in meiner Macht tun, um Ihnen bei der Bewältigung dieser Tragödie behilflich zu sein. Ich erinnere mich an Mr. Kellogg. Ich persönlich mochte ihn nicht. Völlig paranoid, hat nie mit jemandem gesprochen. Ich bezweifle, dass Sie ihn finden werden. Aber ich möchte, dass Sie den Schlüssel zu seinem alten Haus mitnehmen. Es ist allerdings verlassen. Die ganze Sache könnte also vergeblich sein. Trotzdem vielen Dank. Kann ich noch mit Ihnen reden? Bürgermeister McDonough? Ich weiß, dass Sie neu in unserer schönen Stadt sind. Aber die Presse hat in diesem Büro nichts zu suchen. Sagen Sie Piper, dass sie draußen warten soll. Hey. Was gibt's denn zu tun? Hier drüben. Na klar. Ich glaube nicht, dass ich dahin komme. Ja doch. Komm her. Gern doch. So. Ja, du sollst hier bitte bleiben. Warte da. Okay, ich bin dann hier. Da. So. Jetzt können wir ungestört reden. Bürgermeister McDonough. Ich werde nicht mit der Presse reden. Piper kann draußen warten. Das ist draußen. Hey. Nach dir. Komm schon. Ja. Also, weißt du, ich bin... Ja, ja. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Nicht mein Ziel. Ah, schöner Ausblick. Auf jeden Fall, das muss man sagen. Ja. Wo ist denn meine liebe, nette... Frauen! Also nicht Piper. Die andere, Geneva. Also Genf. Bist du hin? Hey, das ist mein Crush. Ich helfe Ihnen gerne. Aber machen Sie sich nicht so viele Hoffnungen. Mr. Kellogg ist schon lange fort. Und er ist nicht der Typ, der viele Spuren hinterlässt. Ich bin enttäuscht. Diese pure Sicherheit in diesem Haus, in dieser Stadt ist immer wieder überragend. Ich weiß nicht, wie du dahin gekommen bist, Piper. Aber echt, interessiert mich auch nicht. Nee, ich bin hier falsch, ne? Ich bin überall falsch. Hier muss ich lang. Da muss ich hier lang. Ich hab gehört, dass du Valentine gerettet hast. Gute Arbeit. Danke. Die meisten Sins jagen mir eine scheiß Angst ein. Ja, ja. Ja. So. Darien, wir haben einen Schlüssel bekommen. Hast du den Schlüssel? Jo. Okay, dann los. Sehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Ja, versuchen wir's. Ah, Stühle. Superkleber. Schreibtisch. Kommt der Laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Was hast du vor? Ja, ich vermute, wenn du das schon so direkt sagst, dass der eine Geheimtür hat. F1.
vergoldetes Sturmfeuerzeug. Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Ja, konnte ich doch nicht. Oh. Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Oh. Oh, Stimpex. Oh. Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Ja. Und die... Na. San Francisco Sunlight. Das sind doch die Zigaretten. Dachte ich. When it start, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Hm. Oh. Also er hat Bier getrunken und... Ja. Hast du irgendwelche Vorschläge? Irgendwelche Vorschläge, Nick? Hm. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter wie er kann den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Also dein Rat? Irgendwelche klugen Ratschläge? Wenn Kellogg wirklich deinen Sohn entführt hat, dann ist er gefährlich. Das bist du aber auch. Du musst keine Angst vor ihm haben. Oder vor sonst irgendwas, das dir das Commonwealth in den Weg stellt. Ja, Wiedersehen, Nick. Wir sehen uns. Mach's gut, Nick. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Wenn du zurück bist, will ich deinen Kleinen mal kennenlernen. Viel Glück. Wenn du Hilfe brauchst, sag mir einfach Bescheid. Klar. Aber prinzipiell kann ich jetzt schon mal mit, Nick Valentine gehen, was ja an sich nicht schlecht ist. Ich muss jetzt Dogmeat gehen, oder wie? Wo ist denn der Hund? Oh, hier. Dogmeat, schnüffel mal da dran. Hast du eine Fährte? Dogmeat, such! Hast du was gefunden, mein Junge? Ja, hat er. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.